So, da bin ich wieder. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. So. Ja, dieses Loch ist natürlich für nichts gut, also keine Ahnung, was man damit sollen sollte, sollen spüren könnte. Ja, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie ich das lösen muss. Ich habe jetzt einfach noch ein paar Mal gemacht und jetzt plötzlich geht's. Egal. Gleiche Lösung. Natürlich richtig. Was soll's? Scheiße. Sollte auch mein Dings da wieder anmachen. So, mein Stoppuhr. Ich weiß, wie lange ich dran bin. Egal. Rechne ich einfach eine Minute drauf. Ich stopp eh früher. Wenn irgendwo Dings ist. Teil 3, die Rückkehr. Ja. Ich bin ja verwaltet, ne? Drauf. Was hat mich da drauf? Mann. Hey, ich bin's. Mir geht's gut. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er noch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Ja, das ist Pragmatismus. Tada! Warte mal hier, alles Schönes.
Kai, ich jetzt Horst. Mann. Das ärgert mich jetzt aber. Ever Bübs. Ja, jetzt haben wir ein ultimativ schweres Rätsel. Ästhetisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Garros, du spielst mit deinem Leben. Glaub mir das, Madame. Gib mir Hausarrest da! Manchmal kann ich mich echt nicht zurückhalten ins Spiel, ne? Gerade extra schon aufgelegt im Skype, so, ach komm, ich will Portal weiterspielen. Und gucken, ob die Auflösung besser ist, wenn ich es anders konvertiere. Ach ja. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ach ja, ich brauche auch nur dich, GLaDOS. Du bist die Einzige für mich. Glaub mir.
Ich klimpere gerade mit den Wimpern. Egal. Wimperklimpern. Okay, zwei Tests kann man, glaube ich. Ja, sollte passen. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Einen Moment kurz, ich wurde gerade gedingst. Okay. ja, wie ging das? Knöpfe, Tasten, Taster, Penis, Penis, Arschloch. Okay, alles okay. Achso, die Kacke. Was ich jetzt eigentlich habe, ist erstmal. An manchen Stellen ist das Spiel echt so, dass man wirklich tatsächlich mal gucken muss. Wie geht der Scheiß? Null. Penis? Im Arsch? Null. Ja. Ja, Portal ist schon was ganz Besonderes. Zeit. Hey. Kacktrick. Mann! Kacke! Arschloch. Dreckiges Pissuren-Ding. Mann! Sehr gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Jeder Mensch ist so sinnlos grausam, GLaDOS. Okay, das war's dann und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, ciao.